that's your winning face. I'd hate to see you lose. We underestimated the Constant. Nah, he's a glorified desk clerk. He's not just after the money. He wants it all. We caught him once, we can do it again. And, well, we're not the ones who let him escape. You still don't trust her. I don't like executive decision makers. Look, you don't have to follow her, you know? Soon, this will be over. Maybe it's time to think about the future. You have to face the possibility that there's no going back. If the ICA knows what you did, she'll make it right. She always does. We have a fix on Carlisle. Come on. We've got a plane to catch. I hope you like the rain, 47. Miss Burnwood. How did you... I have everyone's number. You really ought to know by now. You planned this. All of it. Don't be silly. I just played the hand I was dealt. We'll find you. You had me. Where'd that get you? We handed you an empire. It's for the best. The partners were complacent, set in their ways. But power is more than just security. Providence can be an agent of change. Surely you understand. Or you will. Soon enough. She came home. Carlisle's lost an empire. You fall hard enough, you tend to be reminded of what truly matters. So, the end of the line. You ready for this? Are you? Who will you be without a score to settle? I guess the world's most wanted fugitive will have to do. Alexa Carlisle is dead, according to the funeral invitation, that is. So naturally, it caused quite a stir when the late matriarch turned up at the breakfast table, alive and kicking. Carlisle, wisely sensing that her number is up, has emerged from exile to tie up loose ends and secure the Carlisle legacy. She may be a monster, but you have to admire her due diligence. Carlisle descends from an ancient line of warrior aristocrats. Her great-grandfather made a killing in the Second Opium War and established an empire in shipping, railroads, and newspaper publishing. While largely unknown to the public, the family still asserts its quiet dominance over global transport and logistics, media, and technology. Most senior of the partners, Alexa Carlisle, is cold as ice, tough as nails, and sharp as a razor. Incidentally, it was her late father who first brought the three families together after the end of World War II at this very house, meaning that this gentleman is the birthplace of Providence. It began here, and it ends here. Talk about poetic. One more thing. According to our intel, Carlisle keeps a case file on the Constant. Information that may be helpful in his recapture. So don't leave the estate without it. Right. Happy hunting, 47. See you on the other side. Thornbridge Manor. The Carlisle family's home for countless generations. The Revenant Alexa Carlisle and her three adult children, younger brother Zachary, grandson, and daughter-in-law, are all gathered to conduct Carlisle's sham funeral. Curiously, Carlisle summoned a famous London PI soon after arriving this morning, but his purpose at Thornbridge is yet unclear. Now, the target knows that you're coming, and her guard detail is top-notch. So Mr. Gray will secure their nearby field HQ and intercept all calls going in and out of the estate. Any appeal for backup is going to fall on very deaf ears. Good luck, gentlemen.
Ja, viel Glück und hallo und herzlich willkommen zurück zu Hitman 3, Todesfall in der Familie. Wir sind in Good Old England und müssen Alexa Carlyle erledigen. Und ganz im Ernst, nachdem Dubai ja schon ein exzellentes Setting war, wie geil ist das denn hier? Das sieht ja mal richtig, richtig fett aus. Also, wir haben verschiedene Möglichkeiten. Wir müssen Alexa Carlyle eliminieren. Wir müssen die Fallakte finden und schauen mal direkt rein. Informationen haben wir natürlich keine. Story-Mission, denkwürdiger Tag, ihre letzte Ruhestelle, Mittelmotiv und Gelegenheit. Und immer interessant, ja, die verschiedenen Herausforderungen, die wir schaffen können. Noch ein Todesfall in der Familie. Was auch immer das bedeutet. Für die Ewigkeit versetzen sie Alexa Carlyle während des Fotoshootings einen Stromschlag. Okay, die sitzt auf einem Metallstuhl. Vielleicht können wir damit was machen. Das leuchtet auf den Kopf fallen lassen. Grabe Stille, schenken sie Alexa Carlyle die ewige Ruhe. Eliminieren sie Alexa Carlyle mit einem Scharfschützengewehr vom Dach des Herrenhauses. Oder in ihrem Privatzimmer. Also es gibt wieder einiges zu tun. Und vielleicht macht als erstes Sinn, wenn wir uns diesen Privatdetektiv da vielleicht schnappen. That is Phineas Whitmer, the famous private investigator, hired by Madame Carlyle this morning. I'm curious why he's here. Maybe you should do some detecting yourself, 47. Ja, guck mal. Da haben wir ja beide die gleiche Idee gehabt, sozusagen. So, das heißt, wir müssen den Typen irgendwie... A famous private investigator summoned by Alexa Carlyle has arrived at Thornbridge Manor. If you take his place, it may be an opportunity to get close to Madame Carlyle. Genau, das wäre jetzt auch meine Idee gewesen. Aber wir müssen aufpassen. Oh, ich häng fest. Dass uns eben keiner sieht. Er würde uns auch auf jeden Fall erkennen, weil die Hoshis, die so einen Punkt über dem Kopf haben, die erkennen uns. Jetzt ist natürlich die Frage, hier ist überall wird bewacht. Wir können mal eben gucken, was wir an Kram dabei haben. Wir hätten eine Münze dabei. Damit könnten wir natürlich versuchen, ihn hier in die Büsche zu locken, aber locken vielleicht auch die anderen an. Ich würde sagen, wir folgen ihm erstmal weiter. Vielleicht haben wir... Nee. Oh, it's nothing. Nee, ist auch nichts. Rein gar nichts. I know I oughtn't say anything, but I'm so relieved you're here. Fuck, Alter, die geht mit ihm rein. Preparing for Madame's funeral and then she turns up alive, but then the awful business with her brother Zachary, and all this security. I've never seen the place guarded like this, and I dare say I don't like it at all. Das ist alles nicht gut. Das ich weiß nicht, ob wir ihn vielleicht schon früher hätten schnappen müssen. Das ist auf jeden Fall ein offenes Fenster. Eieiei, hier ist richtig viel los. Was ist das hier? Der Staff Room. Vielleicht kriegen wir hier eine Verkleidung her. Wir haben einen Säbel. Oh. Nee, das ist eher uncool, wenn wir den auf dem Rücken tragen. Die Frage ist, wo der Carlyle genau hin möchte. Hier ist nichts los. Hier könnten wir versuchen... Brauchen wir einen Schlüssel für. Okay. Oh, da läuft er lang. Okay.
klein. Und in der Hoffnung, dass man ihn hier in den Schrank packen kann. Beseitigen. Jawohl. Oh, Junge. Das ging gerade noch mal gut. Das war ganz knapp. Das heißt, an der Stelle, der Feige speichert viel. Nach wie vor das Menüsystem nicht so meins. Okay. Wir sind nun der Privatdetektiv, wie hieß er noch? Phineas. Phineas and Ferb. That is Alexa Carlyle, unofficial leader of the Provenance Partners and last one to be alive. Okay, hier würden wir an Waffen kommen, aber wir haben ja dieses Mal die Pistole mit Shally. Deshalb brauchen wir nicht unbedingt eine Waffe. Schauen uns trotzdem noch mal ein bisschen um. In der Hoffnung, noch irgendwas zu finden. Hier sind ein paar Münzen. Die kann man mitnehmen. Wer weiß, wofür sie noch gut sind. Da haben wir wieder eine Autobatterie. Und einen Schraubendreher. Den können wir natürlich mal einstecken. Wer weiß. Mit der Autobatterie könnten wir dieses Stromgedönse machen. Was haben wir da? Eine Sicherung. Die ist doch auch nicht weg. Die nehmen wir mal mit. Wir schauen uns erstmal ein bisschen um. Man müsste jetzt natürlich wissen... Abel kann man bestimmt noch vergiften. Küche haben wir entdeckt. Eine Aprikose. Wischer. Weil, bevor wir zu Frau Hahnglasflasche, geht natürlich auch einiges. Hackebeil ist erstmal uncool. Was haben wir da? Tässchen. Bügeleisen. Und Rattengift. So, das ist immer gut. Tüte mit Zucker. Okay. Also bevor wir zu Madame gehen, würde ich sagen, schauen wir uns erstmal alles hier in Ruhe an. Das ist der Brunnen. Mich würde interessieren, bei dieser Beerdigung, wo wir da sitzen. Gut, die erkennen uns nicht mehr. Da haben wir so eine gute Tarnung, dass die nicht bemerken, dass auf einmal jemand anders unter dieser Klamotte steckt. Ist auf jeden Fall, das Setting ist super geil. Das gefällt mir richtig gut. Und da hinten könnte der Friedhof sein. Schauen wir uns auf jeden Fall mal eben an. Wasser. Also hier könnten wir auf jeden Fall den Weg wässern. Madame Carlyle wants to inspect the arrangements. Decke Story Mission auf. Sprechen Sie mit dem Butler. They're making a racket, droppings everywhere. The undertaker wants them gone before he'll see Madame Carlyle. He's in a right state. So unless you want to take on the birds, I suggest you stay clear of him. Okay. No, my aim's horrible. Madame Carlyle is still going ahead with her staged funeral tomorrow, and she wants to inspect the arrangements. How about it, 47? You feel up to giving her the grand tour of her final resting place? Fände ich gut. Safer for everyone if I just wait. Vertreiben Sie die Vögel, die auf dem Friedhof nisten. Ein bekannter Bestatter wurde gerufen, um Alexa Carlyles vorgetäuschte Beerdigung auf dem Familienfriedhof im Thornbridge Manor auszurichten. Madame Carlyle will sich die Vorbereitung selbst ansehen, doch der Bestatter weigert sich, sie zu treffen, bis das Personal die Vögel verscheucht hat. Okay.
Also hier wäre die Bestattung. Jetzt gucken wir noch einmal eben in die Herausforderungen rein. Da war doch irgendwas mit der Bestattung. Versetzen Sie Alexa Carlyle während des Fotoshootings. Das ist es nicht. Da haben wir die Bestattung. Da können wir sie bestimmt reinschubsen, würde ich sagen. Oh. Naja. Oder wir braten sie hier. Kabel freilegen. Aber das machen wir am besten, wenn er nicht da ist. Den könnten wir auch überwältigen. Auffüllen. Schaufel fehlt. Ach, die können wir dann... Das wäre... Ey, das hätte richtig Stil. Was haben wir da? Vergiften Wasserflasche. Was haben wir da? Brechstange. Weg damit. Schaufel wäre am besten. Wenn wir irgendwo eine Schaufel leer bekommen... Da. Oder? Er ist eine Hake. Als Gärtner. Also, mir gefällt gerade die Idee sehr gut, die Olle da reinzuschubsen und dann zuzubuddeln. Dazu brauchen wir allerdings eine Schaufel. Und die Frage ist, wie können wir die... er wirft da Sachen drauf. Okay. Use a trash can. Oh man. Ja, ist ja gut. Ich habe nur versucht, die... Ja, 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 Quack, Quack. Ich wollte doch nur die Vögel verscheuchen. Ist aber kein... Doch, da haben wir noch einen Ziegel. Das ist aber alles zu hoch. So vielleicht. Nein. Warte mal. Wir machen es anders. Das mit den Vögeln versuche ich jetzt. Er ist gerade eh verwirrt, weil ich hier mit Steinen rumwerfe. So, das ist jetzt zwar ein bisschen uncool. Zack. Okay. Kugeleinschlag wurde bemerkt. Wenn ich jetzt einfach hier für so ein bisschen rar mache. So, das ist die Suche schon vorbei. Aber die Vögel sind immer noch da. Hoppala. Wir gucken nochmal. Habe ich ein Nest übersehen? Eventuell. Oder muss ich die Vögel alle erschießen? Ja, genug Kugeln haben wir ja. Aber ist das die Lösung? Vor allen Dingen, so gut kann ich überhaupt nicht zielen. Krieg so nie vom Himmel. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das richtig ist. Aber ich probiere es trotzdem. Einen Geier habe ich. Das kann nicht die Lösung sein. Vertreiben Sie die Vögel vom Friedhof. wie kann man das wohl machen? Informationen. Irgendwie, wir haben nichts Gescheites. Ich weiß es nicht. Ich
Ich habe das Gefühl, es sind weniger geworden. Ich versuche nochmal auf 1-2 zu schießen, auch wenn es vielleicht komplett blödsinnig ist. Mir fällt sonst auch nichts ein. Hier sind ja auch keine Nester mehr, oder? Noch ein. Oh, fuck. Die erkennen mich jetzt. Die haben mich doch vorher nicht erkannt. Ich glaube, das bringt nichts. Ach, fuck. Ach so, wegen der Waffe in der Hand hätten sie mich erkannt. Ich habe gerade echt keinen Plan, wie wir die Vögel hier vertreiben können. Ein Ziegel. Und sonst haben wir hier auch nichts Tolles. Schwindet! Kein Plan. Okay. Das funktioniert nicht. Jedenfalls fürs Erste. Ich würde sagen, wir gucken dann jetzt erstmal einfach ein bisschen weiter. Die Vögel. Wie könnte man denn diese verdammten Vögel verscheuchen? Mann, wir gucken doch noch nicht weiter. Ich schaue mich jetzt noch einmal hier auf dem Gelände um. Irgendwas muss doch gehen. Da haben wir eine Hake. Laub zusammenhaken verscheucht keine Vögel. Hier. War jetzt nur so eine Idee, dass die durch den Krach verscheucht werden. Sonst habe ich auch nichts Spannendes. Also ich könnte hier ohne Schalldämpfer rumballern oder so. Aber ich glaube, das bringt nichts. Vielleicht finden wir im Haus was. Ansonsten gehen wir erstmal weiter und reden vielleicht auch mal mit Madame Carlyle, was die so zu sagen hat. Aber wir können auch noch ein bisschen den Außenbereich hier weiter untersuchen. Da hinten ist ja auch noch was Schönes. Mal gucken, was es da so gibt. Vielleicht gibt es ja auch noch andere pfiffige Methoden, wie wir die Madame loswerden. Die vielleicht auch Spaß machen und irgendwie sinnig sind. Foto. So, Madame Carlyle wants a picture taken. If you were to assist with the missing fuse, hab ich. I'm sure the portrait would be one for the ages. Oh, Baby, das haben wir. Die Sicherung haben wir gefunden. Und jetzt müssen wir mal eben gucken. Versetzen Sie Alexa Carlyle während des Fotoshootings einen Stromschlag. Das müsste relativ einfach gehen. Entschuldigung. Ja. Entschuldigense. Das kriegen wir aber auf jeden Fall. Das kriegen wir hin. So, die Sicherung. Die Sicherung, die Sicherung. Take a fuse from another fuse box? I guess we could do that. Good. Look, I'll finish setting up, and then we'll grab the fuse just before you call down the family. Good. Yeah, that's a good plan. Das ist ein guter Plan, finde ich auch. Jetzt ist nur die Frage, das habe ich gerade nicht so ganz mitbekommen, weil ich noch in Euphorie war, wofür brauchen die Sicherung? Wir schauen uns noch mal eben hier ein bisschen um. Aufbrechen wollen wir das Ding eigentlich nicht. Also wenn, dann brechen wir es von hinten auf. Frage ist, was gibt's da drinne Feines? Hey there. Hallo. Big guy. I don't believe for a second that Zachary committed suicide. We don't need to just run through his plan for the spring seedlings yesterday. Hier ist zu viel los. But he was upset believing his sister. Das ist wieder ein Fall für eine schnelle Speicherung. Und dann probieren wir das einfach
Someone stop this asshole. I need help right now. Das ist jetzt nicht deren Ernst. Komm, das laden wir nochmal durch. Ey, in dem Moment, wo ich das Ding aufbreche, kommt mir der Typ da entgegen. So ja nun nicht, aber ich glaube, es gibt hier echt viele lustige Möglichkeiten. Schnell hinterher, 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 hinterher. Ist aber wahrscheinlich verbotener Bereich. Will halt wissen, was hier drinnen abgeht. Wir haben Bootschlüssel. Warte mal, wir haben den Bootschlüssel, einen Schlüssel fürs Boot. Damit können wir wahrscheinlich am Ende flüchten. Nothing here. Command, Command, you there? I knew it. It ain't over yet, boys. You got your orders. I expect you to carry them out. Understand? Von der Seite können wir auch rein. Okay, das führt zu nichts, aber dadurch haben wir auf jeden Fall neue Erkenntnisse bekommen. Ich würde trotz alledem einmal gerne in dieses Gewächshaus rein, um mich umzusehen. Also der Bootschlüssel ist auf jeden Fall schon mal ganz interessant. Ich glaube... Oh, Wachmann. So geht's auch. Broken lab equipment. It looks like it was recently used, though. Giftige Blume. Brechmittel. Why not? Schraubenschlüssel fehlt. Wir haben doch einen eingesteckt, oder? Da hinten Lichter. Na, nee, das ist der Bootsschlüssel. Verdammt. Frage ist natürlich, wofür brauchen wir es? Ist es wirklich notwendig? So. Interessant wäre jetzt auch, ob man hier einfach jetzt ein- und ausgehen kann, wie man will. Warte, das ist nur eine Gartenschere. Okay, wir haben auf jeden Fall... Hier ist übrigens auch eine Schaufel, die wir nicht nehmen können. Okay. Verkleiden Sie sich als Fotograf. Ei, okay. Jetzt natürlich von der... Ja, geh einfach an mir vorbei. Wir verfolgen ihn einfach mal. Und da gehört die Sicherung rein. Okay. Okay. Ich würde sagen, das ist jetzt der Plan. Ich möchte der extrovertierte Fotograf werden. Und er trinkt hier was. Unsere Chance, ihn aufs Klo zu locken. In der nächsten Runde. Ah, hätte man das vorher gewusst. Und ich habe zwischendrin auch nicht gespeichert, ne? Oder? Ne, leider, leider nein. Ah, okay. Wir versuchen es mal so. Das bedeutet jetzt ein bisschen warten. Wahrscheinlich wird er gleich nochmal dieselbe Runde gehen. Nochmal nach der Sicherung gucken und dann vielleicht nochmal einen Schluck trinken. Das wäre jetzt so meine Idee. Damit locken wir ihn aufs Klo, verkleiden uns als Fotograf, setzen die Sicherung rein und dann... Jetzt wird natürlich gerade gespeichert. Und dann haben wir
alles, was wir brauchen. So. Jetzt müsste es doch eigentlich funktionieren. Jetzt geht er wahrscheinlich gleich wieder an den Lappy. Oh. Da wäre der Schraubendreher gewesen. Man weiß ja nie. Den stecken wir jetzt einfach mal ein. Wir könnten ihn auch hier abmorzen und direkt in die Tonne stecken. Wäre aber gefährlich, weil der Wachmann da noch steht. Ja, sowas, das muss alles ruhig und sinnig geplant werden. Also von daher habe ich ja schon zu Beginn gesagt, das wird ein sehr ruhiges, stressfreies Let's Play hier. Hat auch kurz überlegt, ob ich das Ganze vielleicht zusammencutte und nur die Highlights zeige. Aber ich glaube, es ist lustiger, wenn man auch den Weg zum Ziel sieht und eben nicht nur ein 10 Minuten zusammengeschnittenes Video. So, der Plan geht auf. Ja, yikes, das drückt im Magen. So, ich würde an deiner Stelle rennen. Oder vielleicht kotzt er hier ja auch einfach irgendwo in die Wicken. Wäre auch okay. Keep your distance. Okay. Dum dum. Ich finde, das Spiel, was das Spiel richtig gut macht, ist die musikalische Untermalung, weil sich der Sound, also die Musik, passt sich immer irgendwie zur Situation an und wird dramatischer, wenn es dramatisch wird und so. Also das gefällt schon ganz gut. Warum geht er denn jetzt dahin, wo zwei Securities sind? Oh, I really don't like the sound of that. Okay. Gefällt das nicht? I doubt that's true, though. Now, he was here when the safe in Madame Carlyle's office was repaired last week. He had to carry some heavy bolt to the top floor. He complained about back pain for the entire weekend. A safe in Madame Carlyle's office. I bet that's where she keeps the file on Arthur Edwards. Okay, an der Stelle nochmal eben eine Speicherei. Und dann versuchen wir ihn gleich hier in die Büsche zu ziehen. Hey, release the okay. Das hat nicht geklappt. Dafür haben wir gespeichert. Das Doofe ist gerade wirklich, dass diese beiden Securities da stehen und ich nicht genau weiß, ob das so... Ah, jetzt gehen sie. Ich hätte einfach nur eine Sekunde länger warten müssen. So, sleep well. Zack, da sind wir, der Fotograf. Den Nackedei hier, den schleppen wir mal ins Gebüsch. Hier wird ihn wahrscheinlich keiner finden. So! Hallöchen. Ich bin der neue Fotograf. Der ohne Brechdurchfall. Und jetzt gehen wir mal hier direkt an den Sicherungskasten. Reparieren ihn. Und machen ein schönes Foto von der Angestellten, damit die sich da verpieselt. Traumhaft, oder? Ist das schön. So. It works. I'm ready for the shoot. Perfect. I'll call the family down now then. Okay, an der Stelle speichern wir auch nochmal und machen beim nächsten Mal weiter, ob der Plan aufgeht, Madame Carlyle da unten zu grillen. Das erfahrt ihr in der nächsten Ausgabe. An der Stelle nochmal herzlichen Dank an alle, die sich den Scheiß hier bei mir angucken und mit mir ein bisschen mitfiebern. Danke an alle, die Kommentare schreiben, an jeden Daumen und auch an jeden neuen Abonnenten eventuell. Vielen Dank an euch. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, reingehauen.